أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Bevor wir weitermachen, ganz kurz, inshallah, ein paar Einstellungssachen. Zu laut, zu leise? Bisschen lauter. So, wie ist der Ton jetzt? Ist der Ton besser oder noch zu leise? Okay. Tay, Alhamdulillah. Und zwar geht es nun weiter, inshallah ta'ala, mit der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam, mit dem Leben des Gesandten alaihi salatu wassalam. Wir haben ja gesprochen über den Tod seines Onkels Abu Talib und seiner Ehefrau Khadija radiyallahu anha. Und damit haben wir gesagt, war der Schutz, den er genossen hat durch Abu Talib, nicht mehr vorhanden, beziehungsweise diese Hürde bei den Mekkanern war jetzt nicht mehr vorhanden, sodass sie eben den Propheten sallallahu alaihi wasallam umso mehr unterdrücken wollten. Und das ist dann auch geschehen, wie wir noch sehen werden, insha'Allahu ta'ala. Wir reden also hier vom Jahre 10 nach der Entsendung. Wir haben ja gesagt, vor der Hijra datieren wir die Ereignisse eben entsprechend der Entsendung des Prophetentums, ja, seit dem Beginn, als er Prophet wurde, Jahr 1, Jahr 2, Jahr 3. Und wir reden hier vom 10. Jahr. In diesem 10. Jahr, nachdem Khadija gestorben ist, radiyallahu anha, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Ehevertrag mit Aisha radiyallahu anha geschlossen. Also er hat Aisha geheiratet, also den Ehevertrag abgeschlossen, aber er lebte nicht mit ihr, also es kam nicht zur Ausübung der Ehe, also zum Beischlaf, erst nach der Hijra. Und das ist natürlich ein Thema, das sehr, sehr stark benutzt wird, um unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam schlecht darzustellen. Seine Ehe mit Aisha. Warum? Was war so besonders an dieser Ehe, ja? Genau, aufgrund des Alters von Aisha radiyallahu anha. Das ist der Grund, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam kritisiert wird. Und deswegen sprechen wir etwas über diese Ehe. Normalerweise hat geheiratet, Punkt, dann geht es weiter. Aber bei dieser Ehe müssen wir etwas ausholen, damit wir verstehen, was die Scheinargumente sind und damit wir wissen, dass unser edler Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nichts Unmoralisches getan hat. Wo liegt das Problem? Es gibt hier zwei Gruppen, die ein Problem mit diesem Thema haben. Einmal die Islamkritiker an sich und die den Propheten sallallahu alaihi wasallam beschuldigen, dass er eben Ehen mit Kindern eingeht, ja? Weil Aisha radiallahu anha war zur damaligen Zeit 6 Jahre alt. Aber zum Beischlaf kam es erst, als sie 9 Jahre alt war. Und das ist ein Punkt, der benutzt wird, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verleumden, in ein schlechtes Licht zu rücken. Die zweite Gruppe ist eine Reaktion auf diese Kritik, die dann versucht, diese historische Tatsache zu ändern und zu behaupten, nein, sie war gar nicht 6.
Und sie war nicht 9, sie war 18. Und auf diese beiden Gruppen möchten wir jetzt näher eingehen. Erstens, Aisha radiallahu anha, sie selbst, die betroffene Person, sagte im authentischen Hadith, den sowohl al-Bukhari als auch al-Imam Muslim überliefert hat, ja, das heißt, authentischer geht es nicht in der Hadith-Wissenschaft. Das ist ein Hadith in Bukhari und in Muslim. Sie sagte, radiallahu anha, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mich geheiratet, als ich 6 Jahre alt war. Und danach eben sind wir nach Medina gegangen und so weiter. Etwas längerer Hadith. Das bedeutet, und zum Schluss dieses Hadith sagt sie, und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also als sie zusammengezogen sind, und da war ich 9 Jahre alt. Also nach der Hijra dann. Das heißt, aus hadith-wissenschaftlicher Sicht ist die Sache eindeutig. Die erste Gruppe, die behauptet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier etwas Unmoralisches getan hat, weil er eine Ehe eingegangen ist mit einer 6-Jährigen, beziehungsweise dann eben Beischlaf hatte mit einer 9-Jährigen. Wie antworten wir auf dieses Scheinargument, auf diese Kritik? Ja? Genau. Es ist immer ein Fehler, heutige Verhältnisse, heutigen Brauch als Maßstab für Moral und für Gültigkeit zu nehmen, für historische Angelegenheiten. Das ist ein Fehler. Nur weil heute ein bestimmter Brauch herrscht, an dem sich sowohl Nichtmuslime als auch Muslime halten, heißt das nicht, dass in vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden, wir reden hier von über 1400 Jahren, dass dies damals genauso betrachtet wurde als unmoralische Angelegenheit. Damit wir aber wissen, ob es tatsächlich unmoralisch war oder nicht, müssen wir uns die Frage stellen, ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam der einzige Mann gewesen, der so eine Ehe eingegangen ist oder nicht? Und was ist die Antwort? Was wolltest du sagen? Ja. Genau. Sie war geschlechtsreif mit 9. Genau. Genau, barakallahu fik. Genau, also wie der Bruder sagt, sie war mit 9 geschlechtsreif, sie hatte die Pubertät erreicht. Ja? Sehr schön. Wenn das eine Angelegenheit wäre, die zur damaligen Zeit verpönt wäre, dann hätten die Mekkaner kein Blatt vor den Mund genommen und sie hätten den Propheten sallallahu alaihi wasallam dafür kritisiert. Wie kannst du es wagen, eine 9-jährige Frau zu heiraten oder eine 6-jährige Frau zu heiraten? Das heißt, und das hatte ich schon mal erwähnt, wenn Abu Jahl nicht auf die Idee gekommen ist, den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit dieser Sache zu kritisieren, dann wisse, das ist kein Kritikpunkt. Also wenn sämtliche Mekkaner, alle, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam gehasst haben und ihn bekriegt haben und Feinde waren, wenn sie dieses Thema nie angesprochen haben, dann heißt das, das war bei denen gang und gäbe. Der Beleg dafür ist, dass Aisha radiallahu anha bereits eine Verlobung eingegangen ist, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam um die Hand gehalten hat. Zwar hat sie nicht geheiratet, die Verlobung wurde dann aufgelöst, aber es gab also schon einen anderen Mann, der um die Hand Aishas radiallahu anha gehalten hat.
Und zwar war das ein Polytheist damals. Und als Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, also er hat zugestimmt, ja, und dann, als es hieß, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Interesse an Aisha, wir werden auch gleich sehen, warum überhaupt, war er natürlich jetzt in einer Zwickmühle. Ja, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ja, der Gesandte, aber er hat bereits sein Wort gegeben. Und Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu war damals kein, der war immer schon kein Mensch, der sein Wort bricht. Und das war noch bevor das Gebot offenbart wurde, dass eben muslimische Frauen keine nicht-muslimischen Männer heiraten durften. Ja, das war ja dann später, wurde das Verbot offenbart. Also war er jetzt in einer Zwickmühle, als er dann gefragt hat, und wie sieht's aus mit der Ehe? Da sagten die Eltern dieses Kandidaten, dieses Mannes, nein, wir wollen doch nicht, denn wir befürchten, dass unser Sohn dann Muslim wird. Wir wollen doch nicht deine Tochter heiraten. Ja, wir haben Angst, dass er dann überzeugt wird vom Islam und dann wird er ein Muslim. Wir werden diese Verlobung auflösen. Da hat sich natürlich Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu gefreut. Diese Tatsache, dass Aisha radiallahu anha verlobt war, deutet darauf hin, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht der einzige Mann war, der dies getan hat. Also war es gang und gäbe, nicht nur in der damaligen arabischen Halbinsel, sondern überhaupt überall auf der Welt. Und nicht nur das, sondern bis vor wenigen Jahren, 50 oder 100 Jahren, konnte man sowas selbst in Deutschland noch finden. Ja, mit 10, mit 11, mit 12, also in jungen Jahren. Ich rede hier von 50 beziehungsweise 100 Jahren. Das heißt, wenn wir von 150 Jahren reden, 200 Jahre, 500 Jahre, dann erst recht. Und in einigen Staaten in Amerika gibt es keine Mindestgrenze für eben Beziehungen zwischen Mann und Frau. Die meisten Länder haben Mindestalter eingeführt, was auch islamisch gar nicht, was dem Islam nicht widerspricht. Ja, man kann ja sagen, ja, wir haben ein Mindestalter und so weiter. Darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, dass wir heute sagen, ihr sollt bitte schön sechsjährige Mädchen heiraten. Das sagt ja kein Mensch. Sondern es geht darum, war dieses Verhalten des Propheten sallallahu alaihi wasallam unmoralisch? Ja oder nein? Denn, wie vorhin erwähnt wurde, und wie Aisha dann sagt, wenn ein Mädchen die Periode bekommt, ist sie eine Frau. So wurde sie angesehen. Und deswegen gab es früher Großväter, die waren 20, 21 Jahre alt und das war schon Großvater. Das heißt, er hat sehr jung geheiratet und sein Sohn hat sehr jung geheiratet und dementsprechend war auch die Frau jung. Das war gang und gäbe, das war also nichts, was irgendetwas mit dem Propheten selbst zu tun hat. Denn man will ja damit sagen, ja, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eben diese Neigung zu Kindern hat, ja, möge Allah uns bewahren, den Propheten sallallahu alaihi wasallam schlecht darzustellen. Das war verbreitet. Das war verbreitet. Also es war gang und gäbe. Und die Frauen wussten, dass sie heiraten können, schon eben sobald sie ihre Tage bekommen, sobald sie eben geschlechtsreif sind, dass es eben so passiert, dass sie heiraten. Das ist also einer der wichtigsten Aspekte, der hier zu beachten ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war nicht der einzige Mann. Und wie gesagt, selbst in Europa, ja, wie viele Königshäuser, da waren eben die Frauen eben immer noch sehr, sehr jung. Ja, da gibt's viele, ja, in der Geschichte. Die eine war 11, die andere war 10 und so weiter. Sowas war gang und gäbe. Also verurteile deswegen nicht den edlen Propheten sallallahu alaihi wasallam, nur weil im Jahr 2022 irgendein Gesetz herausgekommen ist
Und das soll nun Maßstab für die Moral des Propheten werden, alayhi salatu wassalam. So geht das nicht. Der Brauch einer Gesellschaft ist nicht Maßstab für die ganze Geschichte der Menschheit, sondern der Brauch einer Gesellschaft ist Maßstab für die jetzige Zeit. Und Brauch gibt es ja im Islam, Al-Urf. Al-Urf ist auch eine Quelle, natürlich nach Koran und Sunna und Konsens und so weiter und so fort, eine der Quellen im Fiqh, also in der islamischen Rechtslehre, ist auch der Brauch. Aber wie gesagt, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verurteilen aufgrund des heutigen Brauchs, das ist historisch nicht legitim. Nun gibt es einige Menschen, einige Muslime, beziehungsweise einige, die sich zum Islam bekennen, ob sie noch Muslime sind oder nicht, das ist eine andere Frage, die nehmen die Moderne als Maßstab für Gut und Böse und wollen dann den Islam so umändern, dass er eben zu den heutigen Maßstäben und zum heutigen Brauch passt. Heutzutage, nee, das geht nicht. Ja, also dass eben Mädchen im Kindesalter, ja, wobei, wie gesagt, nach Aisha ist das kein Kind mehr. Was ist die Definition eines Kindes? In Deutschland ist das alles, was unter 14 ist. Andere sagen, nee, unter 12. Andere sagen, nee, unter 16. Das ist unterschiedlich. Was ist die Definition von Kind im Islam? Es ist die Geschlechtsreife. Alle Menschen, die die Geschlechtsreife noch nicht erreicht haben, sind Kinder. Wann hört die Kindheit auf? Ab der Geschlechtsreife. Noch einmal, das heißt nicht, dass wir sagen, heute sollen wir eben Mädchen mit 6 Jahren und mit 9 Jahren heiraten. Ich sagte schon, es ist legitim, dass wir ein Mindestalter einführen. Aber noch einmal, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verstehen oder es nachzuvollziehen, müssen wir den damaligen Brauch als Maßstab nehmen. So, einige Muslime wollen aber den heutigen Brauch als Maßstab nehmen und versuchen nun was? Versuchen nun die Quellen so zu verändern, dass es passt. Also muss Aisha irgendwie, also die muss über 16 sein, irgendwie, ja, das müssen wir irgendwie gebacken bekommen. Der Hadith, der ist in Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim. Also authentischer geht's nicht. Aisha selbst redet über sich. Nicht irgendjemand sagt das. Aisha radiallahu anha sagt, ich war 6. Beziehungsweise danach in Medina, ich war 9. Jetzt kommen einige und sagen, nein, das ist nicht richtig. Das bedeutet was? Das bedeutet, Al-Bukhari liegt falsch. Der hat hier einfach eine Geschichte überliefert, die überhaupt nicht richtig ist. Muslim auch, der hat überhaupt keine Ahnung, der hat was hier jetzt überliefert, was überhaupt nicht richtig ist. Aisha, die wusste bestimmt gar nicht, wie alt sie ist. Und so, also all diese Sachen werden jetzt hier unterstellt. Und dann werden andere Aspekte herangezogen, zum Beispiel, also die meisten, die darüber diskutieren, die sagen dann, die Schwester von Aisha radiallahu anha, Asma bint Abi Bakr radiallahu anha, war 10 Jahre älter. Und deswegen kann es nicht sein, dass eben Aisha radiallahu anha so jung war. Denn nach Berechnung müsste das bedeuten, dass Aisha, wenn es eben so 10 Jahre sind zwischen Aisha und Asma, Asma war älter, dann heißt das also per Rechnung, Aisha wurde 4 Jahre vor der Entsendung geboren. 4 Jahre vor was? Vor der Entsendung. Und in welchem Jahr hat er sie geheiratet? Bitte?